Hallo, ihr lustigen Spitzel des Staates oder der Revolution da draußen. Ich begrüße euch zurück zu Beholder. Unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns. Das Ding hier läuft leider immer noch. Ich muss ihn jetzt irgendwie rumbesorgen. Unser großer Anführer, ich bin mir allerdings gerade eben nicht sicher, wo ich den herbekommen soll. Wir haben momentan ja noch die Möglichkeit, Informationen herauszufinden. Ich versuche hier einfach nur diesen Quatsch zu übertönen, der hier die ganze Zeit damit rumnölt. Achten Sie auf Agenten und Sabotage und berichten Sie jede Übertretung. Lassen Sie den aggressiven Imperialismus um den feindlichen Angriffen entgegenzuwirken und unser Recht darauf, so zu leben, wie wir es wollen, zu verteidigen, werden wir unseren eigenen Weg einschlagen. Ich muss mich, glaube ich, langsam aber sicher gegen dich verteidigen hier mit diesem komischen Propagandawagen hier. Anführer ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des Staates. Er soll lang leben. Das Gewissen des Staates. Ich möchte halt gerne mal wissen, welcher jeder unserer Bürger erhält alles, was er oder sie braucht, um ein glückliches und sorgenfreies Leben zu führen. Seife, Zucker, Brot und Zertifikate der Wertschätzung. Denken Sie daran, unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns, weil sie uns beneiden. Zum Glück zerstreut unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors. Wir brauchen jetzt Rum. Die unsere tückischen Feinde an die Ufer unseres glorreichen Staates branden lassen. Dennoch müssen einen Sie wachsam sein. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten und Wisst ihr was? Montage und berichten Sie jede Übertretung. So, jetzt habe ich auch eine Waffe gekauft. Telefon klingelt. Jetzt Imperialismus ist klar. Keinen Schatten auf unsere Arbeit und Tapferkeit was werfen. Was kommt denn jetzt noch? Privaten Anruf entgegennehmen. Karl, es ist wieder Denton. Wir haben gehört, dass ein gewisser Eyre Johnson in Ihrem Haus wohnt. Ja, er ist ein pensionierter General. Ich glaube, er ist hergekommen, um der Universität einen Vortrag zu halten. Und ich habe gehört, dass er plant, eine Rede im Stadion zu halten. Wenn ich mich nicht irre, ist das mehr als riskant. Dieser General könnte sich auf die Niederschlagung von friedlichen Protesten spezialisiert haben. Oh, okay. Das heißt, das ist vielleicht gar nicht das, was es zu sein scheint. Wir kennen ihn schon lange als Schlächter von Aglo. Vor 2 Jahren hat er die Stadt in Blut getränkt. Mehr als 600 Menschen waren tot, mehrere tausend verletzt. Aglo war eine Kleinstadt, die nach dieser Operation aufhörte zu existieren. Das Hauptunternehmen der Uhrenfabrik wurde geschlossen. Jetzt ist es nur noch eine Geisterstadt. Und das ist nicht der einzige Fall. Lassen Sie mich raten. Sie möchten, dass ich etwas zur Bestätigung Ihrer Theorie finde. Sie liegen absolut richtig. Unter anderem war der Hauptschlechter dafür verantwortlich, für die Operation Tukan. Und dafür belohnt wurde. Welche Operation? Ein richtiges Blutbad. 400 junge Leute gegen Panzer. Zuerst hat man sie ihres Geistes beraubt, dann ihrer Zukunft. Sie sind jetzt nichts anderes als Fleisch. Es tut mir leid, aber es ist sehr schwer für mich, mich nicht von meinen Gefühlen überwältigen zu lassen. Mein Neffe ist dort gestorben. Mein Beileid. Finden Sie einen Beweis dafür, dass er an der Operation teilgenommen hat. Rufen Sie mich an, wenn es so ist. Feindlichen Angriffen entgegenzuwirken und unser Recht darauf, so zu leben, wie wir es wollen, zu verteidigen. Okay, jetzt erstmal den Mechaniker Alkohol bringen. So, großartig. Wir haben hier in der Armee etwas zu etwas sagen. Also wir sagen da etwas einfach so. Ja, ein Soldat macht noch keine Schlacht. Ich muss los. Werden wir unseren eigenen Weg einschlagen und beweisen, dass das Volk und die Partei eins sind. Und jetzt durchsuchen wir erstmal die Wohnung von dem. Unser großer Anführer ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des Staates. Das ist gerade die Gelegenheit. Sie gucken, leben was der im da besten Land der hat. Welt und alle anderen Länder sind neidisch auf es. Jeder unserer Bürger nichts. Erhält alles, was er oder sie braucht, um ein glückliches Boah, ich freu mich und so darauf, sorgenfreies das Leben zu führen. Seife, Zucker, Brot und Zertifikate der Wertschätzung. Unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns, weil sie uns beneiden. Zum Glück zerstreut unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors, die unsere Na toll, der kommt Feinde jetzt schon wieder heim, wollte mich verarschen. Unseres glorreichen Staates branden lassen.
Dennoch müssen Sie wachsam sein. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten und Sabotage. Fakt. Und berichten Sie ich kann jetzt nicht noch weiter dahin gehen. Lassen Sie den aggressiven Imperialismus keinen Schatten auf unsere Arbeit. Okay, und Daily News, werfen, der richtige Weg. Wir sind uns der Beschwerden unserer Bürger über das öffentliche Verkehrssystem bewusst. Der stellvertretende Leiter des Verkehrsministeriums sagt, öffentliche Verkehrsmittel gehören zu den wichtigsten Faktoren bezüglich der Effizienz unserer Arbeitskraft und die Leistung ist durchaus zufriedenstellend. Außerdem merkte er an, dass sinnlose und unbegründete Beschwerden wertvolle Zeit verschwenden, die sonst mit Arbeiten verbracht werden könnten und in Zukunft als Sabotage gewertet werden. Oh, es ist einfach aus. Was ist jetzt passiert? Ach, deswegen. Getränke für General... Was? ...des Staates Wahnsinn. Soll lang leben. Mein Telefon klingelt schon wieder. Wollt ihr mich veräppeln? Und alle anderen Länder sind neidisch auf es. Jeder unserer Bürger erhält alles, was... Infolge der Verfügung Nummer 7 werden sie... Was? Er oder sie braucht, um was? Ein glückliches und sorgenfreies Leben zu... Die ganze Nachbarschaft sah zu, wie Karl in das Polizeiauto gezerrt wurde. Sein Gesicht war blutverschmiert und in seiner Hose befand sich ein Loch, wo vorher seine Hausschlüssel waren. Die Polizei hatte sie mit dem Stoff zusammen abgerissen. Was ist hier gerade eben passiert? Ich wurde wegen Unterschlagung verhaftet? Wieso? Was habe ich denn angeblich unterschlagen? Ich weiß gerade eben überhaupt nicht, was hier gerade eben passiert ist. Manchmal nervt es echt, dass man nicht einfach Pause machen kann, um irgendetwas zu lesen. Das ist wirklich gerade eben echt das Problem. Bis zum bitteren Ende seines kurzen Lebens fragte sich Karl, was mit seiner Familie geschehen war. Naja, bei zweien weiß ich das ziemlich deutlich. Niemandem aus Karl Steins Familie vergönnte es das Schicksal, bis zum Ende des Jahres am Leben zu bleiben. Na großartig. Boah, verdammte Axt. Aber warte mal, kann ich das Spiel irgendwie fortsetzen? Das möchte ich jetzt. Eben im besten Land der Welt. So, okay, wir machen weiter. Sind neidisch das auf ist ganz schnell runter. Jeder unserer Bürger erhält alles, ich glaube, das Telefon hat schon länger geklingelt, ne? Um ein glückliches. Ja, okay. Gott sei Dank war das alles gespeichert. Okay, wir nehmen jetzt mal den Hörer ab an Aufgabeministerium. Ministerium für Ordnung, hallo Karl. Sie sollten Inga Birkenfeld, eine berühmte Wissenschaftlerin, so schnell wie möglich bei der Einquartierung im Haus helfen. Das heißt, hier muss jemand loswerden oder was? Oh Mann. Ausführen. Oh, deswegen sind wir draufgegangen. Seife, Zucker, Brot und Zertifikate der Wertschätzung. Denken Sie daran. Unsere Tag. Feinde verschwören deswegen sich waren wir draufgegangen. Okay. Aber immerhin kann man einfach weitermachen. Das finde ich sehr, sehr fair. Also ich weiß zwar nicht warum. Mühelos die Wellen des Terrors, aber es ist so. Feinde an die Ufer unseres glorreichen Staates branden lassen. Dennoch müssen Sie wachsam sein. Ich werde der Dora jetzt einfach diese Scheißpistole geben. Achten Sie auf Agenten und Sabotage und berichten Sie jede Übertretung. Das ist der Orden, lassen Sie den aggressiven Imperialismus keinen Schatten auf unsere Arbeit. Oh, der hat eine blaue Krawatte, der Hund. Um den feindlichen Angriffen entgegenzuwirken und unser Recht darauf so zu leben, wie wir es wollen, zu verteidigen. Herr General, illegal? Nein, ich will nicht aufschlagen und beweisen, dass das Volk und die Partei einzeln. Kommen Sie her mit Ihrem Angst und Hass da. Unser großer Anführer ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des Staates. Er soll lang leben. Sie leben im besten Land der Welt und alle anderen Länder sind neidisch auf. So, was wollen Sie? Über die Waffe reden. Was ist mit meiner... Bitte? Ich habe Ihnen diese Waffe mitgebracht. Danke. Ich verspreche, dass ich nicht zu... dass ich nicht zu vorsichtig sein werde. Ja, dann sage ich einfach mal viel Spaß, ne? Am besten das Fenster aufmachen. Ich glaube, sie wollte wohl damit sagen, dass ich sehr vorsichtig sein werde. Sie haben ja keine Ahnung, was sie für mich getan haben. Sie haben ihren Ruf aufs Spiel gesetzt. Hier, dank ihnen fühle ich mich endlich wieder sicher. Wir haben wieder 1000 alles, was bekommen. Er oder sie braucht, um ein glückliches und sorgenfreies Leben zu führen. Seife, Zucker, Brot und Zertifikate der Wertschätzung. Denken Sie daran.
Unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns, weil sie uns beneiden. Mal schauen. Zum Glück warum läuft das Ding eigentlich immer noch gerade eben? Unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors, die unsere tückischen Feinde an die Ufer unseres glorreichen Staates branden lassen. Dennoch wann hat jetzt unser Anführer Geburtstag? Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten und Sabotage. Woher soll ich das wissen? Und berichten Sie jede Übertretung. Lassen Sie den aggressiven woher soll ich denn das wissen? Keinen Schatten auf unsere Arbeit und Tapferkeit werfen. Um den feindlichen Angriffen entgegenzuwirken und unser Recht darauf so zu leben, wie wir es Witz. Wollen, zu woher verteidigen, werden wir unseren eigenen Weg einschlagen und beweisen, dass das Volk und die Partei eins sind. Unser großer Anführer ich bin gerade eben wirklich schwer verwirrt, Leute. Und das Gewissen des Staates. Weil ich nicht weiß, wie ich herauskriegen soll, wann unser großer wann der große Anführer Geburtstag hat. Und alle anderen Länder sind neidisch auf es. Ja, das haben wir schon gelesen. Jeder unserer Bürger erhält es ist alles, was bekannt, dass die Außenministerium nur so verwerben wimmeln und dass die Bürokratie so schwerfällig geworden ist, dass sie gar nicht mehr funktionieren kann. Darüber hinaus sind die Stadtbusse schon 15 Jahre alt und die Fahrer haben all dieser Zeit keine Gehaltserhöhung erhalten. Uns, es ist schwer, uns von A nach B zu kommen, wenn man zum mit einer uralten Schleuder fährt, die von einem hungrigen alten Mann gefahren wird. Mühelos die Wellen des Terrors, ja. Die unsere tückischen Feinde an die Ufer unseres glorreichen Staates. Ich habe keine Ahnung, was diese Nummer dennoch ist, Leute. Müssen aber ich Sie werde wachsam das Ding sein. Einfach öffnen. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten Code und Sabotage. Korrekt. Und Wählen berichten Sie Code. Jede Übertretung. Lassen Sie den aggressiven Imperialismus Code, der 19. war. Okay, Code korrekt. Auf unsere Arbeit und Tapferkeit werfen, um den feindlichen Bürger. Der Krieg tobt und Eindringlinge haben unser Land umzingelt. Doch unser großer Anführer tut nichts anderes, als alle Verräter aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen, zu vereiteln. Der Staat füttert uns ständig mit falschen. Erstmal tue ich jetzt, ich rufe jetzt mal Danton an. Das ist der Johnson, den wir brauchen. Ich habe einen Orden für die Teilnahme an der Operation gefunden. Verdammt, schlechter. Es ist schwer, Sie darum zu bitten, Karl, aber Sie müssen uns helfen, dieses Monster loszuwerden. Oh Gott. Sind Sie wahnsinnig? Karl, harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Es wird nicht aufhören. Er wird weiterhin tun, was er am besten kann. Diejenigen loswerden, die anders denken. Nach den methodischen Handbüchern, die wir haben, haben seine Methoden sich in eine eigene Wissenschaft verwandelt. Und das gegen friedliche Bürgerstudenten. Es sind Kinder, Karl! Vielleicht haben Sie recht, aber... Mord? Es gibt kein Omelett ohne Eier zu zerschlagen. Er darf nicht weiterleben, um Reden vor Schulkindern zu halten. Und wir erinnern uns, der hat ja in der letzten Folge, als wir ihn kennengelernt haben, hat er ja das Wort schlechter verwendet. Und er meinte, Krieger, ich meinte natürlich Krieger. Nee, der Typ ist, glaube ich, wirklich eine Bestie. Er ist ein Monster. Werden Sie mir helfen? Oh Gott! Leute, das ist jetzt extrem hart. Ich hätte gern noch ein paar mehr Informationen. Aber ganz im Ernst, ich glaube, die Revolution hat recht. Ich glaube, die haben recht. Es gibt genügend Anzeichen dafür. Ich stimme zu. Ich kann kaum glauben, dass ich das sage, aber... Okay. Was genau soll ich tun? Sie tun das Richtige, Karl. Vertrauen Sie mir. Das war die richtige Entscheidung. Wir haben wenig Zeit, sodass ich nur drei Wege sehe, um ihn auszuschalten. Ihn zu vergiften wäre der einfachste Weg und ohne großes Risiko. Man wird sagen, dass es ein Unfall oder ein Versehen war. Jeder weiß, dass er ein Vielfraß und ein Alkoholiker ist. Das Problem ist, dass wir keine Zeit haben, um das richtige Gift zu finden. Welchen anderen Weg schlagen Sie dann vor? Es gibt einen anderen Weg, aber der ist sehr viel riskanter. Sie müssen den Schlechter zu der Hausecke locken und unseren Attentäter wird dort alles dann übernehmen. Was ist, wenn er es nicht schafft? Johnson wird mich verraten. Er wird nicht daneben schießen. Er hat wegen Johnson zwei Söhne verloren. Er ist schon da. Alles, was sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass der General auch dort erscheint. Es gibt allerdings noch einen dritten Weg. Er ist der effektivste, aber er wird Konsequenzen haben.
Wir sollten ihm eine Kiste mit einer Bombe bringen. Johnson wird ein wertvolles Geschenk von seinen Fans nicht verweigern. Verstehen Sie? Er ist also sehr ambitioniert. Ja, er ist sehr ambitioniert, soweit ich weiß. Stimmt. Es wird eine riesige Explosion im Haus geben, aber nur in seiner Wohnung. Und wir werden für die Schäden aufkommen, so gut es geht. Ich werde Ihnen das explosive Geschenk geben, aber es bleibt Ihnen überlassen, den richtigen Weg zu wählen, um mit diesem Abschaum fertig zu werden. Denken Sie daran, wir haben nicht viel Zeit. Er wird bald weg sein. Unser Mann wird Ihnen die Kiste an der Hausecke überreichen. Der Propaganda und behauptet, dass Vater Scharfschützen. Die Partei kontrolliert die Massenmedien und ruft alle Arbeiter und Bauern auf, nach Spionen unter ihren Familienangehörigen zu suchen. Es ist Zeit, Nein zu dieser Unterdrückung zu sagen. Hunderttausende von Arbeitern haben unseren Ruf gehört und unterstützen die Revolution und die Ankunft des neuen Morgens. Der Typ macht halt auch lauter illegale Sachen, ne? Aber er darf's ja, er ist ja der. Unser Motto ist der Fanfarenruf. Bündelt all eure Kraft, um den wahren Feind zu bekämpfen. So. Ihn aus der Wohnung locken. Eirel, der Champagner wurde geliefert, aber es gibt verschiedene Sorten. Ich bin kein Experte. Könnten Sie mit herauskommen und entscheiden, welche ich Ihnen bringen soll? Das ist leicht zu lösen, Karl. Bringen Sie einfach hier alle rein. Leider ist das nicht möglich. Ein Teil des Champagners ist für den Minister gedacht. Wen interessiert das? Warum es nicht zu mir bringen? Ich werde wählen. Okay. Ich besteche ihn jetzt. Nee, warte mal. Ich überzeuge ihn. Ich brauche die Rufpunkte gerade nicht. Eirel, ich habe keine Zeit für Champagner. Schafft ein erfahrener Kriegsveteran, wie Sie es nicht einmal kurz mal um die Ecke des Hauses zu gehen? Okay, okay, Karl, Sie haben recht. Manchmal ist es gut, den Leuten zu zeigen, dass ich immer noch voller Energie stecke. Die Tyrannei des sogenannten großen Anführers. Ja, jetzt haben wir. Schließt euch der Bewegung zu einem neuen Morgen an. Jetzt haben wir uns die Hände schmutzig gemacht, Leute. Bürger, endgültig. Krieg, Tod und Eindringlinge haben unser Land umzingelt. Doch unser großer Anführer tut nichts anderes, als alle Verräter aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen, zu vereiteln. Der Staat füttert uns ständig mit falscher Propaganda und behauptet, das Vaterland sei in Gefahr. Die Partei kontrolliert die Massenmedien und ruft alle Arbeiter und Bauern auf, nach Spionen unter ihren Familienangehörigen zu suchen. Es ist Zeit, Nein zu dieser Unterdrückung zu sagen. Okay, der ist ziemlich tot. Hunderttausende von Arbeitern haben unseren Ruf gehört und unterstützen die Revolution und die Ankunft des neuen Morgens. Unser Land fällt auseinander und unser Volk verhungert. Unser Motto ist der Fanfarenruf. Ach du Scheiße. Bündelt eure Kraft, um den wahren Feind zu bekämpfen. Aber dafür ist jetzt Platz für Inga Birkenfeld. Schließt euch der Bewegung zu einem neuen Morgen an. Lasst die Stimme der Wahrheit über das Land erklingen. Irgendjemand läuft jetzt in die Tasche. Der Krieg tobt und Eindringlinge haben unser Land umzingelt. Doch unser großer Anführer tut nichts anderes, als alle Verräter aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen, zu vereiteln. Der Staat füttert uns ständig mit falscher Propaganda und behauptet, das Vaterland sei in Gefahr. Oh Mann, oh Mann. Die Partei kontrolliert die Massenmedien und ruft... Höre annehmen, Notrufministerium. Ministerium für Ordnung. Wie kommt es, dass General Johnson auf ihrem Grundstück getötet wurde, Karl? Johnson hat mir nicht erzählt, welche Route er nehmen möchte. Ich habe ihm gesagt, dass es ein Fehler wäre, das Haus ohne Wachen zu verlassen. Die Feinde sind überall. Das ist ein trauriges Ereignis für unser großes Land. Warten Sie auf weitere Anweisungen. Was ist mit der Erstattung für meine Rechnungen? Ich kann keine Rede von Entschädigung... Jetzt kann keine Rede von Entschädigung sein. Sie haben nur Geld verloren. Das Land hat einen seiner besten Menschen verloren. Oh Gott, ja... Oh Gott, das ist so schlimm. Das tut richtig weh, weil ich ja versuche, das auch zu spielen, ne, wie diese Typen drauf sind. Das tut wirklich weh. Fuck, ey. Seien Sie glücklich, dass Sie nicht wegen Fahrlässigkeit verhaftet worden sind, ja, ja? Alle Arbeiter und Bauern auf, nach Spionen und ihren Familienangehörigen zu suchen. Es ist Zeit, Nein zu dieser Unterdrückung zu sagen. Hunderttausende von Arbeitern. Okay, General Iron Johnson, berühmter Kriegsherrscher, starb auf tragische Weise drei Tage der Trauer für das Land. Der General wurde in der Nähe seiner Wohnung erstochen, während er sich unser auf einer Motto ist der Reife vorträgt und unsere Stadt vorbereitet. Kraft, um den wahren Feind was zu bekämpfen. Kommt denn jetzt schon wieder? Die Tyrannei des sogenannten großen Anführers. Schließt euch der Bewegung zu einem neuen Morgen an. Lasst die Stimme oh Gott! Der Wahrheit über das Land erklingen. Der nächste Mord. Der Krieg tobt und okay, ich muss mal die Inga Birkenfeld ein. Doch unser großer Anführer tut nichts anderes, als alle Verräter aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen, zu vereiteln. Der Staat füttert uns ständig mit falscher Propaganda und behauptet, das Vaterland sei ja, war klar. Die Partei kontrolliert die Massenmedien. Ja, die hat den jetzt erschossen. Auf nach Spionen unter ihren boah, was hier abgeht, Leute.
Es ist Zeit, Nein zu dieser Unterdrückung zu sagen. Hunderttausende von Arbeitern haben unseren Ruf gehört und unterstützen die Revolution und die Ankunft des neuen Morgens. Keine Frontstadt. Unser Land fällt auseinander und unser Volk verhungert. Unser Motto ist der Fanfarenruf. Bündelt all eure Kraft, um den wahren Feind zu bekämpfen. Die Tyrannei des sogenannten großen Anführers. Schließt euch der Bewegung zu einem neuen Morgen an. Ach, schon wieder das Scheißtelefon. Boah, meine Fresse. Bürger, der Krieg tobt und Eindringlinge haben unser Land umzingelt. Doch unser großer Anführer... Höre abnehmen, Notrufministerium, Ministerium für Ordnung. Was ist los, Karl? Von Ihrem Haus wurde ein Propagandawagen angegriffen. Der Mechaniker ist nicht weg. Staatsfeindliche Ketzerei. Was? Der Mechaniker ist weg. Staatsfeindliche Ketzerei wird in voller Lautstärke gesendet. Ihre Hauptaufgabe ist die Aufrechterhaltung der Ordnung. Sie erhalten ein Bußgeld. Führer tut nichts anderes, als alle Verräter aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen, zu vereiteln. Der Staat füttert uns ständig mit falscher Propaganda und behauptet, dass Vaterland sei in Gefahr. Die Partei kontrolliert die Massenmedien und ruft alle Arbeiter und Bauern auf, nach Spionen oder ihren Familienangehörigen zu suchen. Es ist Zeit, Nein zu dieser Unterdrückung zu sagen. Oh, bitte kommt nicht zu mir. Hunderttausende von Arbeitern haben unseren Ruf gehört und unterstützen die Revolution und die Ankunft des neuen Morgens. Höre annehmen, einen privaten Anruf in Wien. Karl, ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich weiß, es war eine harte Entscheidung, solche Dinge hinterlassen. Immer hart, immer Ihre Spuren. Aber Sie müssen immer daran denken, dass Sie eine Menge Leute gerettet haben. Ich hoffe, das bringt Ihren Geist etwas Frieden. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal geschlafen habe, Denton. Vertrauen Sie mir, Sie werden genug Zeit haben, um zu schlafen, nachdem wir uns um diese sozialen Parasiten gekümmert haben. Unser Land fällt auseinander. Jetzt bin ich gespannt, wo der hin... Ah, nee, die kümmern sich um das da. Über die habe ich jetzt was rausgekriegt. Okay, gut. Gut, gut, gut. Okay, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Viel zu viel passiert. Macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und ade.